Valve will kein Glücksspiel mehr auf Steam haben, der deutsche Computerspielpreis wurde verliehen und es gibt neue Lebenszeichen von CD Projekts Witcher-Spielen. Aus der Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Es sieht ganz so aus, als habe Valve die Faxen dicke. Denn eine neue Anpassung des Steam-Verhaltenskodex verbietet jetzt explizit Glücksspiel. Wer dagegen verstößt, riskiert eine dauerhafte Sperrung seines Steam-Accounts. Im Text heißt es nur generell, dass Gambling, also Glücksspiel, verboten ist. Dort wird nicht genauer spezifiziert, ob es dafür schon ausreicht, seinen Account über die Steam API mit einer externen Glücksspielseite verknüpft zu haben oder ob tatsächlich eine Transaktion stattgefunden haben muss. Die neue Regel gilt für die komplette Steam-Plattform. Am meisten betroffen dürfte davon jedoch CSGO und der florierende Skin-Wettmarkt sein. Denn seit Jahren werden CSGO-Skins auf Drittanbieter-Websites wie Casino-Chips gesetzt. Das Gesamtvolumen des CSGO-Skin-Markts überschreitet übrigens schon seit Jahren die Grenze von über 1 Milliarde US-Dollar. Dafür gibt es aber zwei wichtige Einordnungen. Erstens, der Skinhandel über den Steam-Marktplatz ist davon nicht betroffen. Und zweitens betont Valve, dass man mit der Anpassung des Code of Conduct nur mehr Klarheit schaffen wollte, diese Linie in Bezug auf Glücksspiel aber eigentlich bereits vorher vertreten hat. Es bleibt also abzuwarten, ob Valve jetzt aktiv gegen Glücksspiel vorgehen wird oder es auch weiterhin keine großen Konsequenzen gibt. These things, they take time. That was great stuff. Really, really great. Zum 15. Mal wurde gestern der Deutsche Computerspielpreis verliehen. In der von Katrin Bauerfeind und Uke Bosse moderierten Gala aus Berlin haben vor allem 4 Spiele groß abgeräumt. Das 5-mal nominierte Signalis von Rose Engine hat den Preis für das beste Debüt und das beste Audiodesign bekommen. Beholder 3 wurde nicht nur als bestes Serious Game ausgezeichnet, sondern auch das zuständige Team von Paint Bucket zum Studio des Jahres gekürt. Das beste Grafikdesign bekam Abriss Build to Destroy vom Berliner Studio Randwerk Games. Den begehrten Hauptpreis Bestes deutsches Spiel hat dagegen der Solo-Entwickler Matthias Linder gleich mit seinem ersten Spiel, dem Retro-RPG Chained Echoes, abgeräumt. Als Spielerin des Jahres wurde diesmal Pia Scholz alias Shoyoka ausgezeichnet. Der Sonderpreis der Jury ging dieses Jahr an die Initiative FemDevs Meetup. Einen Überblick aller Gewinner und Gewinnerinnen findet ihr hier im Artikel auf GameStar.de. Schon vor einiger Zeit hatten wir Insider-Berichte zum nächsten Call of Duty in der Sendung. Damals hieß es noch, Sledgehammer Games arbeitet an einem großen DLC-Add-on zu Modern Warfare 2. Jetzt gibt's dazu ein Update, denn das Team ist das gleiche, das Spiel aber wohl um einiges gewachsen. Denn wie die Website Insider Gaming behauptet, entsteht dort derzeit ein vollwertiges Modern Warfare 3. Das soll aus Solo-Kampagne, Multiplayer, Zombie-Modus und einer neuen Map für Warzone 2 bestehen. Dabei handelt es sich um die Las Almas-Karte, die bereits in der MW2-Kampagne aufgetaucht ist und voraussichtlich im Dezember als neues Battle-Royale-Schlachtfeld erscheint. Der Zombie-Modus soll den Quellen von Insider Gaming nach einer Art Outbreak 2.0 werden und aktuell überlegt man bei Activision wohl noch, ob man den zusammen mit Modern Warfare 3 verkauft oder wie Warzone als eigenen Free-to-Play-Release veröffentlicht. Insider Gaming nach soll Modern Warfare 3 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen. Nach einer Beta im Oktober ist der Release aktuell wohl für den 10. November geplant. Offiziell hat Activision all diese Infos nicht bestätigt. Insider Gaming hat in der Vergangenheit aber schon mehrfach bei solchen Leaks Recht behalten. Scheiße, weg von mir! Auch zum Witcher-Spin-Off Project Sirius gibt's nochmal Neuigkeiten. Denn da gab's im März ja die Hiobs-Botschaft, dass das Team von The Molasses Flood damit nochmal komplett neu anfangen muss. Jetzt meldet CD Projekt in einer Nachricht an die Investoren, dass man zusammen mit dem Studio ein neues Konzept für das Spiel beschlossen habe. Was genau das ist, geht aus dem Bericht aber nicht hervor. Ursprünglich war Sirius als ein Mix aus Single- und Multiplayer geplant, der sich von den bisherigen Witcher-Spielen abheben soll. Außerdem gibt es im gleichen Bericht auch Neuigkeiten zu Projekt Polaris, dem Auftaktspiel der neuen Witcher-Rollenspiel-Trilogie.
CD-Projektchef Adam Kiczynski nennt das im Bericht sogar kurz mal Witcher 4. Das PR-Team stellt aber kurz darauf klar, dass es nicht Witcher 4, sondern der Beginn einer neuen Reihe werden soll. Das Ganze war also ein Versprecher. Aktuell müsse sich das Team wohl aber erst noch an die Unreal Engine 5 gewöhnen. Kiczynski ist aber zuversichtlich, dass die neu gelernten Fähigkeiten bei zukünftigen Projekten helfen werden. Noch gibt es keine Release-Termine für die neuen Witcher-Spiele. Noch dieses Jahr soll aber das große Add-on Phantom Liberty für Cyberpunk 2077 erscheinen. Eine ganze Weile lang gab es nur Gerüchte und Spekulationen, jetzt wissen wir aber endlich, wie teuer der Steam Deck-Konkurrent ROG Ally werden wird. Ab dem 13. Juni gibt es den tragbaren Gaming-PC zum Preis von rund 800 Euro. Damit ist der ROG Ally knapp 120 Euro teurer als das teuerste Steam Deck, bringt dafür aber auch ein 7-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Bei der Leistung überflügelt der Ally sogar das Steam Deck um ein Vielfaches, denn der Zen 4-Chip erreicht bis zu 8,6 Teraflops im Vergleich zu den 1,6 des Steam Decks, aber diese Zahlen spiegeln nicht zwingend wider, wie gut Spiele dann darauf laufen. Immerhin hängt hier auch viel von der Optimierung ab. Als Betriebssystem nutzt der Ally Windows 11, das bereits vorinstalliert ist. Mehr Details könnt ihr übrigens hier im Artikel auf GameStar Tech lesen. Und damit sind wir fertig mit den News für diese Woche. Fandet ihr gut, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben oder zwei. Man kann nur einen geben. Gebt einen. Und schaut heute ab 18 Uhr auf Monsters and Explosions bei Twitch vorbei, wenn AK und Jonas mit euch zusammen Zelda Tears of the Kingdom zocken. Heute gibt's hier auf dem Kanal außerdem noch die Neu- und Gratis-Games oder das hier. Schönes Wochenende und bis Montag. Weiterspielen. Und Wochenend-Mizi. Schönes Wochenende. Tschüss.